Hi-ho! Willkommen zurück hier bei der Weihnachtsgeschichte. Ein Spiel von Elephant Games. Ja, beim letzten Mal sind wir hier hängen geblieben bei diesem komischen Amulett, Timmys Amulett, so heißt es ja hier. Und ich habe mich belesen und, habe herausgefunden jetzt, wie das Ganze hier funktionieren soll. Hab's mir auch mal angeguckt. Und zwar gibt es nicht nur die Beinchen hier zu bewegen, nein, man kann auch noch die Gelenke darüber bewegen. Ist das nicht super hier? Richtig bescheuert, wie soll man darauf kommen? Aber naja, jetzt dürften wir es haben. Ja, das war natürlich undurchsichtig vorher, aber na gut. Jetzt haben wir es wenigstens geschafft. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Timmys Amulett. Mit diesem Amulett sollten wir jetzt hier dieses Rätsel hier hinkriegen. Zack. Was gleich als nächstes kommt und mal schauen, was wir jetzt hier machen sollen. Greife die Figur des Jungen, halte sie fest und ziehe sie an den Hindernissen auf der Eislaufbahn vorbei. Wenn er mit Hindernissen zusammenstößt, beginnt das Spiel von vorne. Tipp: Nutze den blauen Pfeil und deute von den Hindernissen weg, um ihn von ihnen abzulenken, okay? Ja, ach so, das geht ein bisschen weiter. Also er kann ruhig gegen den Rand hier fallen. Das ist ja dann nicht so weiter schlimm. Und jetzt ist halt ein schwarzes Loch gefallen. Ein tiefes Loch der Depression. Okay, da kommt er nicht vorbei. Man muss einfach loslassen, damit er auch bremst. So. Und jetzt einfach hier durch. Alter. Das ist ein bisschen, Oha. Ja. Es ist von der Steuerung ein bisschen komisch, weil er da so nachzieht, wie man gerade gesehen hat. Ja. Hau mal rein, Timmy. Das ist echt schwer. Ich glaube, ich mache das mal wieder so wie gerade eben. Ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, dass ich jetzt ihn so Stück für Stück nur ranziehen muss, aber anders geht's nicht. Ich krieg's sonst anders nicht hin. Warum verzieht er da unten immer so doll? Das verstehe ich nicht. Das ist echt ein doofes Rätsel. So, jetzt aber durch hier. Und mit einem Hund noch an der Seite, okay. Aber schafft der Timmy los? Also ich schon, der Hund bewegt sich also auch. Okay. Wie soll man das denn bitte schön schaffen? Der Hund ist viel zu flink. Der bewegt sich auf jeden Fall auch in die Richtung, wo wir hinziehen, aber. Zurück, Teddy, schnell! Ja, natürlich. Bin ich zu dicht dran gefahren. Okay, dann nochmal das Ganze. Hui. Hallo Hund. Hund. Ja, auch ein Timmy. Ja. Ein schönes Rätsel. Macht genauso viel Spaß wie das mit den Silhouetten. So. Na, oh, Timmy. Mensch, was machst du denn? Also ich habe jetzt das Prinzip hier schon verstanden, wie man hier rangehen soll. Eieiei, das ist knapp. Aber er schafft es. Hui, hau rin, du komischer Hund.
Und da sehen wir den. Tick-tock, says the clock. The child is ailing. Good is failing. Tick-tock macht die Uhr, das Kind klagt, das Gute versagt. Ich glaube ja nicht. So, was haben wir denn hier? So ein Goldnugget. Eine goldene Nuss. Die Musik gerade voll spannend. Hui, Nussknacker. So, was haben wir denn jetzt hier? Eine Nuss zum Essen. Das heißt, wir können gleich zwei Persönchen helfen. Einmal natürlich hier. Den netten Weihnachtsmann in seiner Fabrik. Ne, hier Weihnachtsmann. Nimm mal das Ding hier in die Hand. Klonk, klonk, klonk. Macht er hier fertig und, oh, wie schön er grinst. Er ist zum Malen bereit, doch er hat keinen Pinsel. Ja, soll er seinen Pinsel nutzen, ne? Ups. Warum soll ich ihm einen Pinsel geben? Sehe ich nicht ein, so. Jetzt können wir auf jeden Fall hier das Eichhörnchen weglocken. So, und der Schneemann ist glücklich. Eine gute Tat für heute. Schneeglöckchen, okay. Vielen Dank, lieber Schneemann. Und mit diesem Schneeglöckchen können wir jetzt, bupp, das erste Symbol hier auflösen. Wie viel kann ein Kind ertragen? Dieser Junge ist aus hartem Holz geschnitzt. Definitiv. So, was müssen wir aber jetzt machen? Wieder hierhin zurück und dann sehen wir, dass er noch was hat, und zwar Eulenflügel. Mit diesem Eulenflügel müssen wir... Ach, zu der Eule dahin, stimmt ja, die hat uns ja versucht zu erschrecken. Und der Scrooge animiert das Ding mal wieder. What a Hut! Was für eine Eule, ja. So, animierte Eule. Mit dieser animierten Eule müssen wir das Ding da, glaube ich, holen, ne? Ja, das macht der Scrooge richtig gut. Dankeschön. Ja, jetzt kommt wieder die Sequenz, bla bla, so, dann kann ich das Inventar nicht öffnen. Ist gut, Mann, ich hab's verstanden. So, eine Medaille. Mit dieser Medaille gehen wir wieder zurück ins Arbeitszimmerchen, aber ich wüsste jetzt nicht, was wir mit der Medaille machen sollen. Ach, natürlich, der Schriftsteller hatte diese Medaille. Ich erinnere mich. Und dann kriegen wir nette Gleise und ein Messer. Oder ein Dolch. Wen sollen wir denn erdolchen? Das wäre mir mal... Das würde ich gerne mal wissen. Ja, ja, Weihnachten klopft an die Tür. Hier, wie wär's mit einem Messer? Ne, aber mal ganz im Ernst, was soll ich denn mit einem Messer? Soll ich hier das Ding abschneiden oder was? Ach, der... Natürlich, der Kürbis braucht ja auch ein Gesicht, ne? Oder die Vogelscheuche. Sonst geht's ja nicht. Und dann nehmen wir die natürlich gleich mit. Kürbis. Zirkus Weihnachten nur einmal im Jahr. Das freut mich. Mit diesem Kürbis. Perfekt wie immer. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Herbst, hier fehlt was. Ich würde mal sagen, der Kürbis. Damit kriegen wir jetzt eins von drei Klaviertassen und eine Geige. Mit dieser Geige gehen wir wieder zurück und geben es nach dem Falschen natürlich, geben wir es der Mittleren. Cool, und dann kriegen wir noch ein Staubwedel und leckere Bergasche. Warum auch nicht, mit dieser Bergasche würde ich sagen, können wir jetzt endlich den Vogel füttern. Und wieder eine gute Tat vollbracht. Dafür möchte ich jetzt aber auch die Lampe wieder aufgeladen haben, ne? Tschüss, tschüss. Tschüssi, Vögelchen. Dafür nehmen wir den Pinsel mit und eine zweite Klaviertaste. Dann geht es zurück in die Werkstatt des, ich nenne ihn immer noch liebevoll Weihnachtsmannes. Hier hast du einen Pinsel. Kannst du Pinocchio gleich anmalen. Und vielleicht kann der Scrooge ihn dann animieren, dann ist es ein echter Junge. Was hat er mit Klebestreifen gemacht? Ach so, für Tim. Ach cool, wir kriegen das ein tolles Spielzeug für Tim. Er wird ihn aufmuntern. Cool, nehmen wir dann nochmal mit, ne? Eine Holzpuppe haben wir auch schon das nächste gekriegt hier.
das nächste Siegel. Und, zack. Fehlt uns noch das Hufeisen, ne? Ja, Frühlingstürme bringen Regenbögen und so weiter und so fort. Jetzt müsste ich mal nur gucken, wie kommen wir jetzt hier weiter? Also hier soll noch was sein. Das nenne ich ein großzügiges Geschenk. Hier, der hat seine Trommel. Ach so, ja, genau, stimmt, ja. Dann habe ich gerade nicht gedacht. Ach hier, da fehlt eine Gleise, zack. Dann fehlt da noch eine Gleise mit Kurve drin. Wir müssen hier ganz zurück am Anfang. Das ist ja ein bisschen heftig, ne? Ein Keks backt sich nicht von alleine. Ja, tut er doch aber gerade. So, kurz mal räuspern, Moment. Da bin ich auch schon wieder. Keks backt sich nicht von alleine. Doch, tut er doch gerade, aber das verstehe ich nicht. Wie lange der auch da drin ist, ne? Schon. Ach genau, hier, da brauchen wir den Staubwedel wahrscheinlich. Hui, alles hier verdreckt. Wow, wir kommen an Orte wieder, die ich eigentlich zuvor gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Dann kriegen wir die Trommel. Your cookies are done now. Get him while they're hot. Ja, ich wollte sagen, jetzt haben wir auch die Schlägerdinger hier für den Bären, die Gleise und immer noch warm vom Ofen. Tja, und wie kriege ich das jetzt da raus? Kriege ich doch nicht raus, oder? Ja, brauchen wir wieder Topflappen oder irgend sowas. Haben wir gerade nicht. Deswegen gehen wir hier wieder zurück. Ich gebe mir erst den Bären hier seine Trommlerstäbe, seine Schlägel. Nicht den Tobi-Schlägel, ne? Nicht vergessen, das ist ein anderer Mann. Und dann setze ich mal hier die Gleise ein und jetzt bin ich mal gespannt, was wir machen müssen. Jede Eisenbahn braucht eine eigene Stationsvorsteher. Ja, wir haben aber noch keine Eisenbahn. Deswegen gehen wir zurück. In diesen Raum mit den Klaviertasten. Jetzt will ich mal lustige Liedchen spielen. So, Info. Drücke die Tasten, die aufgrund der Assoziation am besten zu dem Bild oben passt. Liegst du richtig, leuchtet ein Licht auf. Okay, hier haben wir Geschenk. Ich würde sagen Weihnachtsbaum. Handschuhe. Ich würde sagen Schnee. Milch. Ich würde sagen Katze. Und ein Geschenk, wieder der Baum. Schneemann ist Schnee. Rentier ist natürlich der Schlitten. Na, das hatten wir schon. Christbaumschmuck ist auch Baum. Stern auch. Ist auch hier ein Schlitten, ne? Deswegen, es war falsch die ganze Zeit. Eine Maus ist dann hier auch Katze. So, und damit hätten wir Geist der zukünftigen Weihnacht gekriegt. Warum auch immer. Eine Wolke. Was will ich mit der Wolke? Ach, wahrscheinlich hier in dem Bild fehlt irgendwo eine Wolke, ne? Ich glaube in dem Sommerbildchen, ne, wo sie das sagt hier. Ein paar Wolken zu sehen. Hier. Hast du eine Wolke. Oha. Dann verwandelt sich natürlich der Brunnen hier, oder was das da sein soll, in ein Wimmelbild. Was ist denn wild? Wild? Hier? Wild im Sinne von Wildtier? Was willst du mir damit sagen, Spiel? Na gut, suchen wir erstmal die anderen Sachen. Flasche, eine Schneeflocke, die aber hier versteckt ist. Akkordeon ist das Ding. Hier ist die Flasche. Diamant und Kirschen. Diamant, hier ist übrigens die Schneeflocke, eine halbe Schneeflocke. Da die aber hier ziemlich groß ist, denke ich mal, dass die andere sich auch hier noch finden lässt.
Trotzdem wundere ich mich immer noch, was wild sein soll. Was ist das? Ein Ei kann man auch noch irgendwie kriegen. Da ist der Diamant im Übrigen. Schneeflocke hier. Wozu ist das da gut? Ich kann einen Regenbogen und ein Ei machen. Eine Schneeflocke, das wird ja was anderes sein. Hier ist das Ei im Übrigen. Das soll ich irgendwie aufschlagen wahrscheinlich. Ach, ein schicker Eierbecher. Dann verstehe ich das schon. Zack. Dann haben wir das Ei. Die Rose. Wo ist denn die Rose? Ich sehe immer noch diese Schneeflocke. Das ist irgendwie doof. Oh, wild. Ach ja, das Rentier. Das Rentier ist natürlich wild. Mhm. Na, zum Glück habe ich darauf geklickt. Sonst hätte ich das niemals entdeckt. So, Kirschenrose. Gehstock. Da ist der Gehstock. Eine Schleuder. Und drei Würfel. Hier ist Würfel Nummer 1, hier ist Würfel Nummer 2 und auch Würfel Nummer 3 haben wir gefunden. Da ist die Schleuder doch nicht. Ich dachte gerade, ich weiß immer noch nicht, was das da sein soll. Wofür das sein soll. Kann ja noch für den Regenbogen sein. Hier, komm. Ich habe keine Ahnung. Hier ist die zweite Schneeflocke. Die Kirschen sind hier. Rose und Schleuder, da ist die Rose und die Schleuder hängt hier. So, und jetzt Regenbogen. Ich habe keine Ahnung, wie man damit einen Regenbogen machen soll. Ich gehe mal hier mit der Maus drüber, weil irgendwo muss ja ein Zahnrädchen sein, wo sie dann sagt, daraus könnte man einen Regenbogen machen oder irgend sowas ähnliches. Gibt es aber nicht, das ist ja schön. Ich weiß echt gerade nicht, was mir dieses Tuch sagen soll mit Regenbogen. Regenbogen. Vielleicht finde ich es ja noch heraus, vielleicht bin ich einfach nur wieder blind. Regenbogen. 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 Nee, ist echt nichts mit Regenbogen. Nichts, nichts. Ob ein Geist erscheint, wenn ich an der Lampe reibe. Mhm. Natürlich. Wie kann ich nur so doof sein? Das war ja total offensichtlich. Nicht. Oh Mann, ey. Gut, dann. Zack, der Regenbogen einmal hier reingestopft. Guten Morgen, liebes Kind. Neue Aufgabe, lade die Lampe auf. Immer noch. Gut, da ist der Timmy wieder, es geht ihm überhaupt nicht gut, ein neues Spielzeug würde ihn fröhlich stimmen, dann kriegt er mal hier sein neues Spielzeug, zack. Bitteschön, und wir kriegen... Ja, was kriegen wir denn? There. Now look what und sie, was seine Freundlichkeit bewirkt hat. But don't rest yet. Tiny Tim's still sick. He needs medicine. You'll have to take it from those ice gremlins and give it back to Scrooge. Here, you can put the pills in this. Und nun, sieh an, was seine Freundlichkeit bewirkt hat. Aber jetzt nicht ausruhen. Timmy ist immer noch krank, er braucht Medizin. Du musst sie von den Eisteufeln erlangen und zu Scrooge zurückbringen. Hier, du kannst die Pillen dort einfüllen. Ja, super, da freue ich mich. Das heißt, die Lampe ist jetzt komplett aufgeladen, oder wie? Die ist noch nicht vollständig. Mann, das ist doch blöd. Esszimmerschlüssel, okay. Wo kommen wir zum Esszimmer? Die Musik geht wieder ein Schritt hier voran. Das finde ich gut. Dum dum dum. Bum 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 bum. Sobald ich alle Pillen habe, ja. Jetzt habe ich die Musik unterbrochen, es tut mir leid. Holzschnitz-Set. Hä, aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe jetzt hier nichts gesehen. Hier ist alles orange. Orange hier auch, das heißt, wir müssen ja hier bleiben.
Irgendwo muss hier noch was sein, was wir übersehen haben, eventuell. Hier ist aber nichts. Die Lampe nutzt sie ja dann nicht. Das auch nicht. Hier Schlüssel vielleicht. Nee. Dann weiß ich gerade echt nicht, was wir jetzt noch machen sollen. Vielleicht der Katze hier mal dem Dings geben? Nee. Geht auch nicht. Ich nehme mal einen Tipp kurz. Natürlich. Die Tür habe ich nicht gesehen. Das sah auch eher aus wie eine Wand, also... Naja, gut. Ja, das, egal, lassen wir das. Die Beharrlichkeit dieser Familie aller Armut und Trotz berührt mich zutiefst. So, was mit dem Jungen? Diese Kinder erhalten nur ganz selten eine Leckerei. Ich gebe ihm ein was? Eine Leckerei? Ja, haben wir aber gerade nicht da. Das tut mir leid. Was ist denn hiermit? Es ist erstaunlich, wie positiv die Cratchits trotz aller harten Zeiten weiterhin sind. Ja, und ich würde mal sagen, wir gucken uns dann beim nächsten Mal hier die Umgebung etwas genauer an, die Küche. Und sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder hier bei der Weihnachtsgeschichte. Tüdelühü.